InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Die Brunnenthaler Barockkirche mit ihrer besonderen Akustik bildet den geeigneten Rahmen für Konzerte. Im Zuge des Veranstaltungsreigens Brunnenthaler Konzertsommer wird unter anderem Nachwuchskünstlern Gelegenheit gegeben, in der Barockkirche aufzutreten. So auch dem Cembalo-Duo Le Petit Concert Barock, gegründet vom französischen Geschwisterpaar Johnny und Nadia Le Solny. Auf den von Martin Püringer bestens vorbereiteten Cembalos spielt das Duo Werke von Georg Friedrich Händel nach eigener Bearbeitung. Wir spielen zwei Cembali-Duo seit 2002. Und wir kommen offen in Österreich zu spielen. Wir haben in 2002 in Melk einen Preis gewonnen und dann in Rovereto in Italien auch einen zweiten Preis gewonnen. Wir treten regelmäßig aus in Europa und unser nächstes Konzert ist in Utrecht am Ende August. Mit einem Händel-Programm. Die Intendantin des Brunnenthaler Konzertsommers, Helene Pürmeier, sieht ihre Aufgabe in der Verwirklichung, alte Musik den Konzertbesuchern näher zu bringen. Wir machen eigentlich ausschließlich Barockmusik auf Originalinstrumenten. Das ist irgendwie so eine Nische und ich würde auch sagen für Oberösterreich eigentlich einzigartig, dass hier diese Konzertreihe stattfindet. Und ich habe heuer zu Beginn des Konzertsommers, hat mir jemand gesagt, da habe ich also ein sehr schönes Kompliment bekommen, der hat gesagt, endlich hat das Warten ein Ende, es geht wieder los. Und das hat mich ein bisschen bestärkt auch, dass das schon sehr gut ankommt und dass die Leute das wollen. Mittlerweile ist der Brunnenthaler Konzertsommer eine international bekannte Konzertreihe für alte Musik. Diese beschert der Region interessierte Konzertbesucher aus nah und fern. Die hohe Qualität der Musiker und die emsige Arbeit eines engagierten Teams bilden das Geheimrezept des jahrelangen Erfolges. Die Vielfalt des Programms, die Interpreten, die immer wieder in ihrer Lebendigkeit uns ja, mitreißen. Und es ist einfach immer ein Erlebnis und Brunnenthal ist einfach ein fester Punkt in unserem Kalender. Und der Sommer wäre ärmer ohne Brunnenthal. Ich komme aus Frankreich, aus Paris. Ich bin bei Freunden in Scherding und bin sehr froh. Und es ist eine Ehre für mich, hier an diesem Konzert zu kommen. Bei uns zu Hause natürlich Barockmusik ist weniger bekannt und das ist schon eine sozusagen Seelenbereicherung hier. Und das ist etwas Neues auch. Insgesamt die ganze Umgebung, die Kirche, die auch wunderbar ist und die Musik, es ist einfach ein Erlebnis, das möchte ich nicht missen. Die Konzerte in der Brunnenthaler Barockkirche bieten nicht nur ein musikalisches Erlebnis. Beinahe zwei Stunden lang kann das Publikum den Alltag verlassen und in die Gedankenwelt vergangener Zeiten eintauchen.